Get ready with me for Abiball. Und es ist 5:08 und ich muss eigentlich schon längst geduscht sein. Wie jeden Samstag habe ich halt heute auch wieder Spanischkurs. Das heißt, dass ich mir jetzt meine Haare waschen muss, dass wenn ich nach Hause komme gegen 16 Uhr alles anfangen kann, so Make-up und Haare und sowas. Und ich dachte mir, fange ich jetzt schon an, weil das gehört ja mit dazu. Und genau, ich werde jetzt aber schon frühstücken, whatever, und dann werde ich euch später wieder sehen. Ich habe mir gestern noch meine Fingernägel lackiert und oh mein Gott, alle sind perfekt geworden, außer mein Daumen. Ich wollte das zwar gerade überhaupt nicht mit inkluden in das Video und es sieht überhaupt nicht lecker aus, aber schmeckt richtig gut. Ich habe Banane mit Feige, mit zwei getrockneten Feigen gefrorener Mango püriert und dann so Kakaopulver und Proteinpulver hinzugefügt und dann Soja, Joghurt und so Buchweizenflocken. Das schmeckt richtig krass. Also ihr müsst Bananen mit Feige kombinieren. Also ich bin zu Hause schon länger seit einer halben Stunde von einem Nap aufgewacht. Okay, ich habe nicht geschlafen, weil ich die ganze Zeit dran denken muss, was ich gleich alles zu tun habe. Aber ich konnte mich ein bisschen ausruhen. Es ist jetzt 20 nach 4 und um 6:30 oder so fahren wir los. Das heißt, dass ich jetzt anfangen muss, mich fertig zu machen. Aber okay, ich weiß gerade echt nicht, wie komisch diese Perspektive sein wird. Aber bevor ich anfange, mich fertig zu machen, mache ich das Geschenk für meine Mutter fertig, weil sie hat mir mein Abiballkleid selber gemacht. Und natürlich will ich Danke sagen. Und ich habe hier so eine Karte gemacht mit so Danke. Und dann habe ich zu den einzelnen Buchstaben halt so aufgeschrieben, was ich ihr schenke. Und für das N ist halt auch Blumen. Für das E ist Blumen mit dabei und dann habe ich halt hier noch eine Blume gekauft. Die muss ich halt noch schöner verpacken, weil Plastik, nope. Und dann mache ich das da so ran. Und danach schminke ich mich und genau, sie hat das halt selber gemacht und ist halt unbezahlbar. Aber natürlich will ich halt trotzdem eine Geste machen, weil ohne Kack der Stress, was damit alles verbunden war. Und genau, dann fange ich mal an. Also, ich habe mir jetzt noch Essen gemacht, ganz schnell. Ich werde das nebenbei essen und werde anfangen, mein Make-up zu machen. Und keine Ahnung, ob ihr mich seht. Ich lasse es so und werde es auch nur timelapsen, weil, ganz ehrlich, ich bin kein großer Make-up-Guru. Ich schminke mich vielleicht, keine Ahnung, zweimal im Jahr mit so viel Make-up. Deswegen kann ich euch auch keine Tipps oder sowas geben. Und sieht man mich? Genau, deswegen fange ich einfach an. Also, ich, schlauer, habe gerade gemerkt, dass ich nicht auf Play gedrückt habe. Ich bin ins Badezimmer gewandert, weil hier das Licht besser ist. Aber inzwischen bin ich fertig. Und genau, das Licht ist wahrscheinlich richtig scheiße. Ich habe mir gerade meine Haare geglättet. Ich habe ein bisschen hier, wie nennt man sowas? Lidschatten. Dann habe ich Eyeliner so oben in der Crease drin. Heißt es Crease? Keine Ahnung. Meine Augenbrauen gemacht. Einen Lippenstift. Und jetzt ist Mission Klebe-BH dran. Also oh mein Gott, ich bin so gespannt, ob das funktioniert. Ihr wisst gar nicht, wie lange ich darauf gewartet habe, das auszuprobieren. Ich bin so gespannt, ob das hält. Ich setze mich jetzt einfach hin und ich struggle hier mal ein bisschen rum. Also das Ding ist halt, ich habe hier unten auch ein Tape. Und ich hoffe, dass man das sieht, nicht sieht, weil ich so einen rückenfreien Ausschnitt habe. Aber wir werden sehen. Jetzt mache ich mir noch meine Haare und dann werde ich
aussehe. Könntest du mir doch noch mal helfen? Ja. Wo bist du? Hier. Also erstmal einmal Dankeschön. Ich fand die Blume so schön. Sie ist schön. Und ich habe ein... Dankeschön. Ich meine allgemein, ich wüsste nicht, wie ich Danke sagen kann, weil das halt voll viel Aufwand ist. Wichtig ist, dass du die Schönste bist und dich wohlfühlst. Kannst du mir das hier hinten? Ja. Das ist gar nicht so schlimm. Ja, nee, ich habe das schon abgedehnt. Warte, hier vielleicht mit der Nagelschere einfach. Ja. So sieht es nämlich nach Unterwäsche aus. Gar nicht, wenn die Schleife da drüber ist. Kannst du mir noch eine schönere machen? Ja, ja. Wäre natürlich und witzig, wenn du die jetzt einkringeln könntest. Bei der Frisur kann man das auch so nach. Ja, hinter. Super. Ja, so ist viel besser. Okay. Das andere war so. Ja. Zu eng. Mhm. Wo ist dein Papa? Weiß ich nicht. Keller. Stell dich mal da auf den Teppich. Er nimmt schon auf. Ja. Okay, muss ich jetzt so Pro-Skills rausbringen? Ja. Darf man mal im Hintergrund sein? Ja, klar. Ja, fokussiert er auf die Mitte automatisch? Eigentlich schon. Und sonst machst du das Video nochmal aus und ist fokussiert, oder? Ja. Warte mal, kann ich noch weiter rauszoomen? Ja. Ja. So, ich gehe jetzt einmal um dich rum. Soll ich mich drehen? Nee. Was ist jetzt nur oben drauf? Kann ich hier nochmal, warte, so ist am schönsten. Dreh dich mal. Ja. Bukur. Was für eine Uhr? Okay. Oh, kommt dann nicht jetzt. Ja. Schick, mein Kind. Und wo ist der hier? Na, nochmal zurückgeschnitten. Sieht schick aus. Aber so kannst du doch gar nicht mit mir tanzen. Na klar, ich bin genauso groß wie du. Aber du stellst ja, deswegen nicht. Ach, darauf habe ich schon Nächte verbracht. Auf den Schuhen? Ja, die hatte ich in Amerika zu Prom und Homecoming und sowas an. Achso, dann ist das nur die Treppen. Ja, genau. Sieht schick aus. Danke. Will ich nochmal? Ja, dann ganz bisschen sieht man. Ja, genau, das wollte noch irgendjemand weg. Sieht man das jetzt noch? Ja, ein ganz bisschen. Du hast eine nette Unterwäsche. Ja. Die passt so farblich dazu. Ja, aber in manchen Blicken sieht man es und in manchen nicht. Also das Tape halt. Naja, whatever. Oh, fuck. Was denn? Tja. Soll ich den nochmal anders kleben? Es sind einfach freaking 34 Grad draußen und wir fahren jetzt gleich los. Und ich hoffe, ich schütze mir nicht mein ganzes Make-up ab. Den Klebe-BH habe ich mir an der Seite jetzt so ein bisschen abgeschnitten. Und hinten das Tape haben wir auch runtergeschnitten, hat alles funktioniert. Und genau, ich wollte euch noch zeigen, was ich mitnehme. Also ich nehme die Tasche mit, das Goldene passt halt so zur Uhr und zu den Ketten. Und ich habe halt meine Polaroid dabei. Und oh Gott, ich hoffe, die wird nicht geklaut. Aber eine Polaroid wäre halt voll geil. Egal, dann gebe ich die meiner Mutter danach. Mein Handy, Lippenstift und dann meine Rede. Und zwar, ich halte halt heute eine Rede, aber niemand weiß davon, außer eine Person, die halt den Abi-Ball so organisiert. Und ich bin halt so gespannt, wie die ankommen wird. Weil ich glaube, das ist so voll random, aber ich wollte halt unbedingt was sagen. Und genau, die habe ich halt auch dabei. Und sonst habe ich halt noch ein bisschen Geld dabei, Handy. Und... ja. Und Plan B mit Schuhen. Mal gucken, wie die Nacht wird. Und ja, ich weiß, es ist halt so ein kurzes Video und vielleicht könnt ihr daraus nicht so viel schließen, aber es ist halt für mich immer eine Erinnerung, deswegen wollte ich unbedingt halt ein Video machen. Und genau, liked, subscribed und I will see you in the next one.